Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner MyEnergie 2023. Wir gucken, wir schauen, was dir so begegnet. Gucken wir mal. Moment, dann machen wir das weg hier. So. Also, deine Hauptenergie, die den ganzen Mai umspannt, sind Nachrichten. Also, du wirst den ganzen Mai immer wieder neue, alte Nachrichten bekommen. Die lassen wir jetzt mal da liegen. Und grundsätzlich geht es um Hilfe. Also, du bekommst wirklich Hilfe im Mai bei allen Lebenslagen, ist egal, was es betrifft. Das ist doch schon mal sehr, sehr, sehr schön. Dein Glück ist dein Weg. Das heißt, auch auf deinem Weg, den du gehen möchtest, wirst du Hilfe bekommen. Und auf dich zu kommt immer wieder online. Online wird dir auf deinem Weg immer wieder begegnen. Und das kannst du jetzt spirituell sehen. Da ist es eben verbunden sein mit allem, was ist, mit deiner Quelle und so weiter. Das wird hier wirklich fließen auf deinem Weg im spirituellen Sinn. Es ist aber auch so, dass du hier Nachrichten als Hauptthema hast, als auch online immer wieder Nachrichten bekommst. Gleich am Anfang zu erwähnen ist hier, dass du mit der universellen Hilfe gleichzeitig dein Wurzelchakra hast, was dir wirklich deinen Weg weist. Also deine Bedürfnisse, nein, nicht deine Bedürfnisse, da wo du verwurzelt bist, wo du dich wohlfühlst, wo du dich angesprochen fühlst, da ist wirklich auch dein Weg und er wird dir auch gewiesen. Du wirst also auch spirituell wirklich geleitet. Aber du darfst entscheiden, wo du hingehst. So, dann haben wir deine kleine Familie, die wird es erkennen, dass du mehr und mehr deinen Weg gehst. Du wirst aber auch auf deinem Weg deine Familie erkennen, wo die reinpasst, wie sie reinpasst. Lass mich gucken, ich habe es plötzlich erzählt, genau, wo deine Freude ist. Du wirst auf deinem Weg wahrscheinlich auch einiges neu bewerten, weil hier mehr Freude in dein Leben kommt, durch das Erkennen, dass, keine Ahnung, Familie doch nicht so schlimm ist, sage ich jetzt mal. Dann haben wir die Liebe, die dir auch sehr viel Freude macht und auch wirklich in dein Leben kommt, ganz gewaltig, denn die liegt hier auf deinem Blindfleck und ist gleichzeitig liegt sie hier und ist auch dein Herzchakra. Das heißt, du hast deinen Gefühlen zu wenig Raum gegeben bis jetzt und die kommen hier wirklich mit Freude und mit Karacho in dein Leben und das wirst du sehen, spüren, hören, fühlen und auch immer wieder Nachrichten bekommen. Denn diese Nachrichten ist auch dein Kommunikationschakra. Also wenn wir es spirituell sehen, bist du fest verwurzelt da, wo du bist, das ist gut so, verwurzelt auf deinem Weg und bekommst jetzt immer mehr Nachrichten, auch durch Gefühle. Aber bleiben wir mal beim Weltlichen. Hier haben wir die Transformation und du darfst alles in die Gesundheit transformieren auf deinem Weg. Also du bist auf einem guten Weg, der sich hier sehr positiv auswirkt und auch dein Hobby sein kann, sein wird. Das heißt, auf deinem Weg sollst du deine Hobbys nicht vernachlässigen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sehr spirituell bist, dann sollst du aber auch deinen Hobbys folgen, was auch immer du gerne machst. Wenn du jetzt überhaupt nicht spirituell bist und einfach nur deinen Weg gehst und dein Weg ist einfach, du möchtest jetzt erfolgreich werden, du möchtest eine Beziehung oder was auch immer dein Weg ist. Bei all dem solltest du dein Hobby nicht vernachlässigen, deine eigene Natur nicht vernachlässigen, das was du wirklich möchtest, weil das sehr zu deiner Gesundheit und deiner Ausgeglichenheit beiträgt. Dann haben wir spontan, werden immer wieder Glaubenssätze sichtbar. Und das musste jetzt eigentlich kommen, weil sonst deine Gefühle nicht im Blindfleck werden. Weil du hier erkennst, auch Blindflecken, dass irgendetwas nicht so stimmt. Und wenn man die Gefühle nicht fühlen will, weil die liegen ja in nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen wollen, dann hat das oft mit Glaubenssätzen zu tun. Die werden jetzt aber sichtbar und die darfst du ganz schnell in die Freude umwandeln. Das ist richtig schön hier. Denn hier wartet ein neues Leben auf dich. Also das liegt in der
in den Gesprächen, also auch durch diese Gespräche, durch diese Nachrichten, wirst du deine Glaubenssätze kennenlernen, wirst du sie sehen, erkennen, transformieren können und auch dein Leben auf neue Grundlagen setzen. Dann haben wir Aufregung. Und das ist doch alles sehr spirituell. Ich dachte es mir schon, weil ja, das ergibt sich dann immer einfach automatisch. Also du gehst deinen Weg auch sehr spirituell. Und wenn du jetzt sagst, na, ich bin zwar Steinbock, aber ich habe überhaupt nichts mit spirituell zu tun, ich bin hier zufällig reingeraselt, dann ist es hier einfach Lebensgestaltung. Ob du das jetzt spirituell siehst oder nicht, du, intuitiv wirst du dein Leben auf neue Füße stellen, weil du eben Glaubenssätze erkennst und weil du, auch wenn du nicht spirituell bist, wirklich angebunden bist. Dann haben wir eben das neue Leben wird bewusst sein. Alles, was du entscheidest, wird dir bewusst und auch der Kollektiv wird dir bewusst. Und das ist eben 14, das ist der Fuchs. Das heißt, du wirst erkennen, was die allgemeine Meinung, dein Nachbar, dein, was weiß ich, die nächste Stadt, die Politik oder was auch immer, was da alles so verkehrt läuft. Und das hat natürlich mit deinen Glaubenssätzen was zu tun, mit deiner neuen Lebensgestaltung, das zu erkennen. Und das kommt einfach rasant in dein Leben, ob du es willst oder nicht. Deine Stärke und Kraft, na, gehst du jetzt her hier. Du hast den Mut. Du hast den Mut hinzusehen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und hier kommt nochmal ein Chakra. Und das ist dein Solarplexus-Chakra. Das ist da, wo deine Macht entsteht. Du hast den Mut, auf deinen Weg zu gehen und auch wirklich deine Macht zu nutzen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich sage absichtlich Macht, weil im Solarplexus-Chakra einfach deine Energie und deine Stärke entsteht. Und hier hast du den Mut auch, es zu benutzen und vor allem liegt es auch in der Klarheit, das heißt, du hast den Mut, dich deinen Glaubenssätzen zu stellen, die du jetzt erkennst, um Klarheit zu bekommen, was wirklich ist und was du in Zukunft anders machen sollst. Das ist eine sehr schöne Legung, gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir die Veränderung in deinem Leben und das ist natürlich ein Vertrag. Glaubenssätze sind im weitesten Sinne ein Vertrag, denn wenn du als Kind schon gelernt hast, dass du nichts wert bist oder dass, was weiß ich, das Leben ist die Hölle und keine Ahnung, was für ein Blödsinn, was man da alles lehrt, dann hat man das gelebt, weil man das geglaubt hat, weil man dem geglaubt hat und dann ist das im weitesten Sinne ein Vertrag, den du unterschrieben hast, mein Leben ist die Hölle. In deinem Fall glaube ich das jetzt nicht, weil hier ist ja, liegt ja alles nicht ganz so tragisch, vielleicht kommt es ja noch. Aber du merkst einfach, welche Glaubenssätze du vertraglich immer und immer wieder erfüllt hast. Und das hast du den Mut hinzuschauen und auch zu transformieren. Das ist richtig schön, mein lieber Steinbock. Dann haben wir hier, das ist das, was auf dich zukommt. Das, was du nicht ändern kannst, wo du jetzt nicht vorbei kannst. Und auch die offiziellen Sachen, da kannst du nicht vorbei, das liegt alles hier. Und das ist der Neuanfang. Du stellst hier wirklich Neuanfang, neues Leben. Hier kommt etwas wirklich ganz Neues auf dich zu. Du stellst dein Leben zu deiner Freude wirklich um. Und das hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Schauen wir mal. Denn im Außen sieht man eine Benachteiligung und davon wirst du immer wieder Meldungen bekommen. Das heißt, dir wird immer wieder vor Augen geführt, wo du benachteiligt bist, weil eben das Kollektiv irgendwas sagt, was für dich überhaupt nicht stimmig ist, du bis jetzt aber als Glaubenssatz gelebt hast und jetzt wirst du immer mehr und mehr bewusst, auch rein gefühlstechnisch, weil das wirklich in dir das Brodeln anfängst, nein, das ist nicht mehr deins. Also durch dieses Erkennen wird sich viel in dir verändern. Dann haben wir das Haus der Entscheidung, das gibt dir Sicherheit. Und da ja hier der Mut der Klarheit liegt, dass du Mut hast, wirklich mal hinzuschauen, was wirklich hier verkehrt gelaufen ist, gibt dir das für dich auch eine Sicherheit und sehr viel Energie. Und hier hast du wieder ein Chakra, und darum sage ich, das kann bloß eine sehr spirituelle Energie sein. Und zwar ist das dein Kronenchakra, was dir hier wirklich Sicherheit gibt,
dir immer wieder Meldungen gibt, die aber, da muss ich erst dazu sagen, da hier dein Kronenchakra liegt und hier heißt hier benachteiligte Meldungen, dass du vielleicht, und das will ich jetzt noch nicht so sagen, aber vielleicht zu sehr im Kopf bist, im Verstand bist, dann kommt diese Meldung, dann stimmt diese Meldung nicht, die kommt nicht vom Kronenchakra, die kommt aus deinem Verstand. Der ist das Kollektiv hier. Das ist das, was da, wenn du zu sehr im Verstand bleibst, auch bei Meditationen oder bei anderen kreativen Sachen und deine Glaubenssätze den Vorrang gibst, also es kann ja jetzt nur, weil ich bin ja jetzt in meinem Kronenchakra, den gebe ich jetzt Energie, also alles, was da kommt, kann jetzt nur von oben kommen. Und da es nicht weiter nachfragst, nicht schaust, bist du im Verstand oder bist du wirklich im Kronenchakra, dass hier deine Glaubenssätze dir zwar was Positives sagen, das aber nicht stimmt. Oder dir was vorgaukeln. Das ist, muss ich jetzt auch hier erzählen, ich habe vor paar Tagen mit einer Frau telefoniert, die mir erzählt hat, die hat ein Problem mit Eifersucht und hat immer wieder gleich reagiert bei ihrem Mann, obwohl sie vom Verstand, weil sie immer wieder glaubte, da ist irgendetwas. Und das ist ja schon so weit, dass es die Beziehung schon am Kippen ist, obwohl sie den Mann sehr liebt. Und sie erzählte mir, immer wenn sie da diese Eifersucht drin war, wegen Kleinigkeiten, weil da ist ein Klingelton, den kenne ich nicht, das ist bestimmt eine andere oder irgendwas anderes, das ist vollkommen wurscht, im Verstand war. Und dann hat sie immer gesagt, ich habe in meinen Bauch reingefühlt und der hat gesagt, das ist bestimmt verkehrt, das ist bestimmt eine Freundin. Aber sie war zu sehr in dem Verstand, in der Verstrickung drin, denn sie hat mir nämlich auch erzählt, wenn sie da raus war, irgendwie einen Tag später oder alles wieder gut war und dann reingefühlt habe, steht ihr Freund zu dir, liebt er sie und so weiter, dass da alles immer gut war. Und immer in dieser Situation hat das Bauchgefühl gesagt, alles ganz fürchterlich schlimm. Und das kommt eben daher, weil sie in diesen Situationen viel zu sehr in ihren Glaubenssätzen und folgedessen in ihrem Verstand ist, in ihrer emotionalen Vergangenheit. Und das hier kann ähnlich sein, weil hier gibt es Benachteiligung in der Meldung und hier liegen die Energien auf bewusste Einflüsse. Also da bitte immer wieder mal nachprüfen, bist du wirklich in deiner Göttlichkeit, die dir wirklich weiterhilft, oder bist du zu viel im Verstand? Das ist nur eine Gefahr, die ich hier sehe und dir darum sagen möchte. Dann haben wir Kummer und Schmerz und das ist hier die Gefühle, die liegen eigentlich hier. Und das heißt, du willst deinen Kummer und Schmerz, den eigentlich vom Gefühl da wäre, da war, immer noch da ist, weil wenn man nicht verarbeitet, ist er immer noch da, nicht fühlen. Da will man nicht hinschauen. Drum liegt die Liebe auch im Blindfleck. War mir ganz klar, dass sowas kommen muss. Und dann haben wir die Partnerschaft in der Familie. Also hier heißt es, du hast in der Liebe Kummer und Schmerz, weil die Familie vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, was du gerne möchtest oder den Typen oder die Frau nicht toll findet oder auch der Partner, Frau oder Mann, wurscht, sagt, ja, ganz toll, machen wir, aber deine Familie mag ich nicht. Oder. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Dann haben wir wieder, da willst du nicht hinschauen und das ist diese Einschränkung, das hat alles mit Gefühl zu tun. Also hier sind Gefühle, die eine Einschränkung zwischen dir und deiner Familie, zwischen dir und deinem Partner bringen und die möchtest du gar nicht hinsehen. Da möchtest du nicht hinschauen, das möchtest du nicht fühlen. Da bekommst du aber auch Hilfe. Dann haben wir Nachrichten, eingeschränkte Freizeit durch die Familie. Vielleicht ist auch in der Familie jemand krank. Und hier haben wir auch bei dir den Unbekannten in der Partnerschaft, der dich auch einschränkt. Lass uns das mal weiterlegen, bevor ich da gucke. Deine Grundschwingung liegt in der Vergangenheit. Das ist ganz, ganz logisch, wenn du hier, das ist Liebeskummer. Rein diese Karte auf Liebe heißt Liebeskummer. Da, wo du nicht hinschauen willst, bist du auch sehr in der Vergangenheit. Ist ganz logisch. Und jetzt verstehe ich natürlich auch diese Energie, die in den Mäusen liegt, die eigentlich sehr positiv ist. Wenn man zu sehr in der Vergangenheit ist, dann ist man im Kopf, dann ist man in seinen Emotionen, dann stimmen diese Energien nicht, wie ich gerade erklärt habe mit der Dame, mit der Eifersucht. Da ist man zu viel im Kopf.
dein reingeborenes Umfeld, das du jetzt erkennen darfst, sollst, erkennst, schmerzlich erkennst. Da geht es voran. Jetzt lassen wir das fertig liegen, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Einschränkung der Sorgen, das ist gut. Gruppe Menschen und Stress. Okay. Okay. Also, du möchtest deiner Familie die Sorgen nehmen. Also am besten der ganzen Familie. Also bei dir liegt wirklich die Familie, nicht bloß die kleine, sondern die große Familie bei dir. Denen möchtest du wirklich diese Sorgen einschränken, für die möchtest du da sein. Da fühlst du dich ja irgendwie auch in der Vergangenheit, von der Vergangenheit her verantwortlich. Vielleicht sind es auch nur deine Eltern oder. Und deine Partnerschaft leidet darunter. Würde jetzt ich so mal behaupten, oder eben genau andersrum, dass deine Familie unter deiner Partnerschaft leidet, kann auch sein. Also, aber ich glaube eher, dass deine Partnerschaft darunter leidet und du da ja eigentlich gar nicht hinsehen musst. Du hast ja hier sehr viel aufgeladen, würde ich sagen, weil du schränkst dich hier auch mit Freunden ein, mit deiner Freizeit wird eingeschränkt. Also du bist hier wirklich sehr im Stress und ja, du hast ja zu viel aufgeladen und vor allem Sachen, die dich gar nichts angehen. Und du wirst hier, so schön wie es am Anfang war, weil es mussten ja irgendwelche, ja, es mussten nicht, aber ich habe mir gedacht, dass jetzt irgendwas kommt, weil die Liebe ja eben schon im Blindfleck liegt. Hier heißt es, du musst mehr auf deine Gefühle achten. Du kriegst jede Hilfe der Welt und das ist schön so. Du darfst deinen Weg gehen und du erkennst die Freude in der Liebe. Und das ist das, die gute und tolle Aussicht. Du stellst dein Leben auf neuen Füßen. Aber du musst mit diesem Schmerz, du musst diesen Schmerz erkennen. Erkennen, wo er herkommt, warum er kommt. Er kommt aus der Vergangenheit. Hier sind Vergangenheitsenergien von Verträgen, das heißt von Verantwortung, die du übernommen hast und jetzt immer noch mit dir rumschleppst. Was mit groß, im weitesten Sinne mit der Familie zu tun hast. Sei es deine Eltern, sei es deine Schwester, dein Bruder oder auch die beste Freundin. Auch das kann es sein. Du hast hier vertraglich, im weitesten Sinne, muss jetzt nicht wirklich ausgemacht sein, aber du hast es immer gemacht. Hast du dir was aufgeladen, was dich jetzt sehr, sehr einschränkt. Und da hier in der Partnerschaft ein Unbekannter liegt, kann es ohne weiteres sein, dass du einen Menschen kennenlernst, der jetzt hier das hier aufdeckt, weil du jetzt einfach für diesen Menschen überhaupt keine Zeit hast. Für deine Freunde hast du schon gar keine Zeit mehr. Und das, du erkennst das immer mehr und mehr. Und du erkennst aber Gott sei Dank auch, dass diese Schmerzen aus der Vergangenheit kommen. Und da hilft hinschauen. Da hilft nur hinschauen und auflösen. Wenn hier, bitte gesagt, das sind nur Glaubenssätze, du glaubst einen Vertrag zu haben, du glaubst etwas tun zu müssen, ob das für dich schmerzlich ist oder nicht. Es muss so sein, weil du die Tochter bist, weil du der Sohn bist, weil du die Schwester bist oder weiß der Himmel, die beste Freundin bist. Nein, du musst nicht. Das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze, die sehr schmerzvoll sind und die du jetzt einschränken darfst. Das heißt nicht, du sollst dich gar nicht mehr um deine Leute kümmern. Das meine ich gar nicht. Aber erstens kann man es auf mehrere Schultern verteilen. Und zweitens, auch deine Familie, auch Mutter und Vater und Schwester und keine Ahnung wer, haben eine Eigenverantwortung, die sie jetzt bitte wieder übernehmen dürfen. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber meine Mama ist 80 oder 85 und die kann nicht mehr, dann kann ich diese Verantwortung auch offiziell auf Essen mit Räder, eine Versorgung, die am Tag überkommt, abgeben oder. Ich muss ja meine Familie nicht vernachlässigen, aber ich kann Arbeit abgeben, ich kann Verantwortung abgeben, die du ja nicht mal hast. Weil ich sag, wenn deine Mutter Alzheimer hat und nicht mehr weiß, wo sie ist, keine Frage, dann hast du die Verantwortung. Aber meine Mama war 84, und die war topfit im Kopf. Sie hatte 1000 Babychen und sie war im Rollstuhl aber ich habe die Verantwortung nicht übernommen. Das sehe ich gar nicht ein, das ist ihr Leben, ihre Entscheidung. Natürlich war ich da, wenn sie mich gebraucht hat, aber dann auch, ich habe mich nicht eingeschränkt, wenn sie jetzt mich angerufen hat, meine Mama, und gesagt hat, sie braucht jetzt ganz dringend ein neues Nachthemd. Dann sage ich, ja, okay Mama, besorge ich dir. Ja, bringst du es mir morgen? Sage ich, nein,
ganz bestimmt nicht, das bringe ich dir irgendwann nächste Woche, weil ich morgen eine Verabredung habe. Ja, aber ich brauche das ganz dringend. Sag ich, Mama, du hast bestimmt irgendein Nachthemd, was du anziehen kannst. Erzähl mir keinen Blödsinn. Ich werde meine Freizeit nicht ausschließlich dafür opfern, für dich da zu sein. Nächste Woche muss ich dann das und das und sowieso machen, dann komme ich dann vorbei. So habe ich das gemacht, einfach weil ich es nicht einsehe, weil ich es absolut nicht einsehe. Und dann habe ich natürlich den Vorteil, ich habe noch zwei Geschwister und die Frauen meiner Brüder sind da sehr, sehr, also besonders von meinem großen Bruder, die Frau, die war permanent bei meiner Mama. Da hätte ich mir dann immer ein Beispiel nehmen sollen, ja. Also, aber du hast ja hier zu viel aufgeladen. Das darfst du abgeben, das darfst du transformieren. Du brauchst bloß den Mut und den bekommst du im Mai. Du bekommst im Mai den Mut, mit diesen ganzen Einschränkungen umzugehen und neu zu gestalten. Denn du hast hier ein neues Leben und einen Neuanfang, wo die Benachteiligung nicht mehr da ist. Wo du die Einschränkung von den Freunden nicht mehr hast und wo du den Stress nicht mehr hast. Also hier ist etwas, was du kannst, tun sollst und wahrscheinlich auch tun wirst, weil du hier wirklich Hilfe bekommst. So, beginnen wir. Wir haben die Arbeit. Die macht dir natürlich Stress, wundert mich gar nicht, denn du hast hier neben der Arbeit noch einen Haufen andere Arbeit, falls du eine Arbeit hast. Sie macht dir aber, wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du jetzt Rentner bist oder keine Ahnung was, dann macht dir deine Arbeit, die du täglich machen musst, auch Stress. Dann kann dieses Versorgen hier auch Stress sein. Es kann aber auch sein, dass du die 80-Jährige bist oder 60-Jährige bist, die sich hier von der Familie versorgen lässt und wo die Familie sagt, nee Mama, jetzt ist aber gut. Auch das kann dir passieren, dass du der bist, der hier überbeansprucht. Das macht dir natürlich dann auch Stress, aber du bekommst auch woanders Hilfe. Es wird auch sein, dass deine Familie sagt, nee Mama, so geht's nicht mehr. Oder Freundin oder wer auch immer oder Papa, ist vollkommen wurscht. Es geht nicht mehr so. Jetzt musst du auch was zu tun. Es ist ein Neuanfang, auch für dich ein Neuanfang, ist egal wie alt du bist. Dass es eben das Gewohnte, was lange Zeit war, nicht mehr so ist. Hier kommt auch für dich ein neues Leben. Es kann auch ja ganz andersrum sein, dass du diejenige bist, die hier durch deine Art oder deinem Sein die Familie sehr einschränkst. Und das will man auch nicht mehr. Aber du bekommst trotzdem Hilfe. Dann darfst du aber trotzdem hier wirklich einen Neuanfang haben und schauen, warum beanspruchst du die Menschen um dich herum denn so dramatisch. Wo liegt denn dein Schmerz in dir Gefühl? Das ist dann da so rum genauso. Weil hier ist nämlich dann ein Sicherheitsgefühl, du brauchst ein Sicherheitsgefühl und deswegen machst du das. Am besten sind 24 Stunden um dich rum, irgendwelche Menschen um dich rum, nur dass du dich sicher fühlst oder. Also, auch so rum kann es sein, dass du diejenige bist, die hier wirklich alles ein bisschen beansprucht und das jetzt aufhört. Macht dir natürlich Stress, ja, aber du bekommst Hilfe, überhaupt keine Frage. Geld haben wir hier eine Gruppe Menschen, die dich wirklich gern hat, die dir auch wirklich hilft, nicht ganz so, wie du gern möchtest, aber immer wieder hilft, deine Sorgen einzuschränken. Da ist aber auch gibt's auch einiges zu erkennen. Aber das kommt peu à peu, denn das hat alles mit allem zu tun. Es hat immer alles mit allem zu tun. Aber das Geld, da kriegst du auch Hilfe, ja, aber deine Sorgen werden nur eingeschränkt, nicht ganz gelöst. Da musst du eben du dahinter stehen. Dann haben wir die große Familie, die gilt es zu erkennen. Da wirst du etwas erkennen. Da wirst du erkennen, welchen Schmerz du hast in deiner großen, durch die Familie, durch die große Familie. Und du wirst auch erkennen, hier wieder in die Freude zu kommen, im Gefühl. Ist egal, in welcher Situation du gerade bist. Indem dass du es erkennst, transformierst, den Mut hast hinzuschauen, kannst du alles sehr ins Positive transformieren. Du selber lebst sehr in der Vergangenheit, weil dir die Gegenwart sehr viel Stress macht, aber für diesen Stress bekommst du jetzt Hilfe und sei es nur dieses Video, das dir das klar macht. Auch das ist möglich. Partnerschaft liegt unbekannt drin. Kann sein, dass du keinen Partner hast, dann kann möglich, dass hier in deiner Freizeit jemand kommt, irgendeine Gruppe Menschen, die um dich rum ist.
Wo ich mir aber nicht ganz so sicher bin, ob du das überhaupt willst, weil du da wieder Stress hast, in der Liebe eben Kummer hast, die Partnerschaft eben als Familie siehst, also mehr entweder dich auf die Familie verlässt oder die Familie sich mehr auf dich verlässt, dass du gar keine Zeit hast. Das heißt, dieses Thema gilt zu bearbeiten. Es ist jemand da, ob du das wirklich willst, weiß ich nicht, aber wenn du das auflöst, stehen die Türe offen, weil die Benachteiligung und diese Einschränkung dürften sich dann wirklich auflösen, weil es sind Glaubenssätze. Und wenn du das in deiner Lebensgestaltung merkst, und dann kannst du das wirklich transformieren und dann steht auch diesen Herrn da oder dieser Dame nichts mehr im Weg. Wir haben hier die Liebe, da hast du eben Kummerschmerz, darum willst du nicht hinschauen, haben wir schon mal erklärt. Und die Partnerschaft, eben das ist deine Familie, die so oder so, habe ich auch schon erklärt, hier irgendwie alles durcheinander bringt oder irgendwas nicht mehr, es wird nicht mehr so sein, das wird sich ändern. Und das ist aber gut so, es wird sich ins Positive ändern, weil du hier sehr viel Freude und Liebe gewinnen wirst, ganz bewusst. Da musst du aber leider durch. Ein Tier, hast du ein Tier, dann ist es ein Kollektivtier, ein Herdentier, okay, vielleicht hast du auch mehr Tiere möglich. Ja, ich muss sagen, die bestimmen dich. Die hast du sehr lieb und dadurch lässt du dich aber auch bewusst bestimmen. Solltest du vielleicht nicht tun, da wäre es besser, weil du kriegst dadurch automatisch eine Benachteiligung. Also wenn du jetzt drei Katzen hast und die Katzen immer auf deinen Lieblingsstuhl setzen und du deswegen auf dem Stuhl sitzt, der einfach behaart ist, nur wegen deinen Katzen, so hat es meine Mama gemacht, sage ich, hallo, ich benachteilige mich nicht wegen den Katzen, die können woanders liegen. Da würde ich mal gucken, du lässt dich da sehr bestimmen. Hast du kein Tier, ist hier Kollektiv, ja, Zeitung, Tierheim und so weiter, wäre dann ein Tier. Aber Obacht geben, weil du suchst dir nämlich ein Tier aus, das sehr bestimmend ist. Gell? Also das musst du dir dann wirklich bewusst suchen, weil du hast den Hang eben, dich bestimmen zu lassen von Tieren. Okay. Dann haben wir hier deine kleine Familie und hier werden dir die Augen geöffnet, hier wird dir einiges klar werden. Und ich sage, das hat mit dem zu tun, wie du lebst, ob jetzt du der Leidtragende bist von der Familie oder die Familie, du der Auslöser bist, ist jetzt vollkommen wurscht, warum sich das bei dir dreht. Es wird dir die Augen öffnen, du wirst hier das bearbeiten, weil du es erkennst. Wird nicht ganz leicht, aber du hast den Mut, es zu tun, darum ist das überhaupt kein Problem und dann wird es schön. Also es wird schön, du musst es nur angehen. In diesem Sinne, lieber Steinbock, bei vielen, bei den meisten wird es so sein, dass sie die Belastung haben durch die Familie, wie auch immer es geartet ist. Und du wirst da ganz viel abgeben können, sodass du wieder Freizeit hast, Energie für dein Hobby hast und bewusst leben kannst, obwohl du dich immer noch um deine Familie kümmerst. In diesem Sinne, mein lieber Steinbock, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen.
Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.